600 Jahre ist es her, seitdem der Markt St. Oswald bei Freistadt urkundlich erwähnt wurde. Zu diesem Anlass wurde im Zuge des Bezirksmusikfestes ein großartiges Jubiläumsfest veranstaltet. Sehen Sie nun die Highlights davon. Nach der Familie ist die Gemeinde das wichtigste Stück Heimat. Gemeinde bedeutet Wohlfühlen, Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann. Und das schätzen alle Oswalderinnen und Oswalder, die zum großen Fest 600 Jahre Markt gekommen sind. Warum leben Sie gern in St. Oswald? Ja, ich bin hierher gekommen. In 45 Jahren habe ich ja geheiratet und da bin ich nach St. Oswald gekommen. Und haben ein Haus gebaut und 5 Kinder, 14 Enkel und 16 Urenkel und 17 die kommt jetzt. Wir sind vor 44 Jahren da hergezogen, weil mein Mann beruflich hergekommen ist und ich bin mit Herzen Oswalderin. Konnten Sie sich nicht vorstellen, woanders zu leben? Nein, es passt vollkommen. Schönen Ausblick, voll super. Passt schon. Ja, weil es einfach mit den Kindern ein bisschen ist am Land. Wir haben eine Landwirtschaft daheim. Und ja, sie gehen dann einfach jederzeit in die freie Natur aussehen. Und nicht so wie in der Stadt, wo man halt nur Beton hat. Wir haben eine gute Lebensqualität und ich bin sehr zufrieden in St. Oswald. Ja, ich war in Oswald Wirtschaftsbund Obmann jahrelang. Und wir haben wirklich in Oswald in der Wirtschaft viel getan. Und das ist das, was auch mich am Weg hält. Wir waren damals 25 Mitglieder in der Wirtschaftsbund und sind inzwischen um die 80. Also es ist wirklich erfreulich. Und es gibt junge, tüchtige Obmänner wieder, die was wieder weitermachen. Und das ist für mich lebenswert. Ich habe einen Betrieb in St. Oswald und ich bin wirklich ein waschechter Oswalder. Ein waschechter Oswalder ist auch Christoph Erhard, der zu diesem Fest mit seiner Familie extra aus den USA angereist ist. Da haben wir jetzt den weitest angereisten Oswalder. Also Sie sind vor wie vielen Jahren ausgezogen von Oswald? 1994, das sind jetzt schon 21 Jahre, dass ich da nach Amerika direkt nach Seattle ausgereist bin. Wie fühlt man sich da, wenn man jetzt wieder mal zurückkommt in die Heimat? Gut, es ist so wie gut. Ich will jedes Jahr herkommen. Letztes Mal, voriges Jahr bin ich mal nicht gekommen, weil jetzt haben wir die kleine Alexandra gehabt und da war sie da ein wenig eine weite Reise. Aber es sind einfach die Wurzeln, ne? Und die Wurzeln, die bleiben immer gleich. Es ist einfach daheim, ne? How do you like it here? It's so beautiful. It's one of the most beautiful places I've ever seen. Yeah. Alexandra loves it. It's her first time. So she loves, yeah. Der wohl berühmteste Oswalder ist Hans Pum, der trotz seiner vielen Reisen als ÖSV-Sportdirektor immer wieder gerne nach Hause kommt. Ja, erstens einmal habe ich meine Familie da, meine ganzen Freunde. Und ich muss sagen, Oswald ist ja wirklich lebenswert, wenn man das sieht, wenn man da, eben wie meine Schwester auch geschrieben hat, in den Oswald-Lied, wenn man da oben auf so einem Berg sitzt und runter schaut. Also das Oswald liegt schon wunderschön in den Oswald da drinnen. Und es ist einfach lebenswert. Wie viele Tage im Jahr bist du in Oswald tatsächlich? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr viel unterwegs. Es variiert natürlich, aber 220 Tage bin ich fast immer unterwegs. Also da bleiben nicht mehr so viel über. Kann man sich das ausrechnen? Zum großen Jubiläumsfest kamen natürlich auch viele Ehrengäste, die 600 Jahre St. Oswald mitfeierten. Das spricht für eine sehr frühe Besiedlung und für eine sehr frühe Bedeutung dieses Ortes in der Mühlviertler Region. Und es freuen sich offensichtlich alle. Und was gibt es Schöneres, als gemeinsam zu feiern? 600 Jahre St. Oswald, das ist ein Wahnsinn. Das ist eine lange Zeit, aber man darf nicht zurückdenken, sondern man muss viere denken. Die Feier ist super organisiert, das ist ein Wahnsinn. Alle Vereine, ganze Bevölkerung macht mit und da kann man stolz sein, wenn man 600 Jahre feiert. Dass alle zusammenhelfen, spürt man sofort beim Betreten des Festzeltes. Für viele eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es unerträglich heiß ist. Das macht man dann, wenn man sich einfach das Leiberl hernimmt und da ausschneidet, dann ist es nicht ganz so heiß und dann vertragt man das. Das geht dann schon. Anlässlich 600 Jahre Markt St. Oswald finden das ganze Jahr über 150 Veranstaltungen statt. Die Planungen dazu waren nicht einfach. Jetzt im Nachhinein gesehen, wo ja praktisch der Kalender schon steht, war es einfach. Gestartet sind wir aber mit gescheit viel Bauchweh, weil wir relativ spät mit der Organisation zu beginnen haben können. Und,
Aber wie gesagt, die Oswalder Vereine halten so super zu und auch die Ehrenamtlichen drum. Jetzt im Nachhinein ist das Bauchweh weg und wir strahlen nicht mehr. Ganz Oswald erblüht in die 600-Jahr-Feierlichkeiten. Das kann man auch klar an den Gesichtern der Gäste erkennen. Wir freuen uns gemeinsam mit St. Oswald für das gelungene Musik- und Jubiläumswochenende.